Ich glaube nicht von Sämann. Steht in Matthäus 13, Verse 1 bis 9. Am gleichen Tag ist Jesus ausgegangen und zum Meer gegangen. Es haben sich ganz viele Leute versammelt, um zu hören, was Jesus erzählt. Jesus ist ins Boot eingestiegen und hat angefangen zu erzählen. Jesus hat ganz viel in Gleichnissen zu den Leuten geredet. Was sind eigentlich Gleichnisse? Gleichnisse sind Geschichten oder Beispiele, die Jesus erzählt hat, damit die Leute ihn besser verstehen und auch besser verstehen, um was es eigentlich geht. Und eins von den Gleichnissen ist eben das von Sämann. Es ist einmal ein Mann gewesen, der ausgegangen ist, um neue Samen zu säen. Viele von den Samen sind auf dem Weg gelandet. Und nach sind Vögel keinen toben Holz aufgefressen. Der Mann ist weitergegangen und hat die Samen auf felsigen und stornigen Boden geworfen, wo es nicht viel Erde gehabt hat. Dann ist es so gegangen, aber ist es kaputt geworden. Erde. Andere Samen sind zwischen die Dornen und Disteln gefallen. Sie sind zwar gewachsen, aber nicht erstickt. Aber ein paar von den Samen ist auf gesunden und fruchtbaren Boden gefallen. Und noch ist ganz, ganz gut das Getreide gewachsen. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Boah, viel! Das war die Geschichte von Sämann.